about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the changes that you won? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shores? Für dieses bestrickende Intro. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier im feuchten Loch und auch draußen an den Bildschirmen zu unserer großen Live-Übertragung der Superhelden-Talkshow, die wir hier aus aktuellem Anlass in 46 Nationen senden. Ich werde erstmal meine Gäste, die ich mir heute eingeladen habe, vorstellen. Also viele werden Ihnen bekannt sein, andere dann wieder weniger. Ich fange mal hier an. Ich begrüße ganz herzlich Batman. Guten Abend. Ich begrüße Superman. Invisible Woman. Batwoman. Wonder Woman. Und diese alle sind arbeitslos. Wie fühlt man sich da? Arbeitslos. Okay. Danke. Das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl. Bisschen nutzlos auch. Bisschen nutzlos. Ich glaube, es geht um was Neues. Vorstellen, ja. Wäre ich jetzt halt Versicherungsvertreter. Wird sich schon finden. Ich werde Gärtner. Wahnsinnig anstrengend, jetzt durchs Weltall zu fliegen und da die Welt zurückzudrehen. Das ist halt nicht so. Also ich finde das schon witzig. Komm, aber das machst du doch einfach so. Ja, nee, ich meine, ich muss meine Seile immer wieder aufwickeln nachher. Ne? Ja. Obwohl sie eigentlich der bekannteste und älteste Superheld der Geschichte sind. Echt? Ach, ja, ja. Ist Batman doch beliebter. Wenn die Behörde hinter mir her ist, fliege ich weg. Komm ich mit, gell? Genau. Ines und ich, wir fliegen uns alle. Das muss man echt mal sagen, auf die Ines verlassen. Die kommt. Nee, wir verlassen alles hier. Nee, die ist auch immer. Das lässt sich verlassen. Nee, die kommt zu jeder Vorstellung. Ich muss jetzt mal auf diesen Haufen zu sprechen kommen, der hier. Es ist ja so, dass die Superheldenidentitäten nicht ihre einzigen Identitäten sind. Sie haben ja in den letzten 7 Jahren eine ganze Fülle von Identitäten entwickelt und angenommen. Ja. Gibt es denn darunter welche, die Ihnen besonders wichtig waren, denen Sie besonders intensiv nachtrauern? Ich wünschte, ich hätte schon viel eher gerockt, statt mich ein ganzes Leben lang in einer beschissenen Autofabrik mit der Herstellung von Felgen und Radkappen abzuplagen. Doch ich schätze, das hole ich jetzt alles nach. Ich werde einfach doppelt so heftig abrocken. Schatten legen sich über die Sinne. Der Geist verdunkelt sich schleichend und das Herz klopft leiser in der alten, bunten Kammer. Guten Morgen, Frau Taylor. Guten Morgen, Fahrradständer. Ich bin ausgeschlafen wie in den Ferien, obwohl keine Ferien sind. Respekt und Toleranz mögen von nun fort in unserem beiderseitig Umgang bestimmen. Respekt und Toleranz! Und plötzlich trat aus unserem Feuerwerk ein Greis hervor und reichte mir ein Kind samt einer Runentafel. Der durchschnittliche Abstand zwischen Oberlippe und Nasenspitze entspricht dem durchschnittlichen Abstand zwischen Unterlippe und Kinnspitze vollkommen. Finde ich mich selbst komisch. Wer atmet an? Aber ich dürfte es niemand sagen, dass es so eine sei, denn dann käme sie wieder in die Messerungsanstalt. Ihr habt viel zu schnell gelesen. Nein, das war schon zu schnell. Man muss sich das jetzt so vorstellen, plus 7 Schauspieler und alle diskutieren darüber, wann jetzt wo geatmet wird. Ob vor einem Komma oder einem und. Ja. Ja. Und einer davon hatte Magen-Darm. Ja, Magen-Darm. Aber nicht bei den Proben, bei der Vorstellung. Er hat mir sehr leid getan. Er stand nämlich vor mir. So stand sie auf und machte plötzlich. Man hat nichts gehört. Man hat aber nichts gehört. Und das Ganze im Chor mit 6 anderen. Ich stand so hinter ihm und dachte, ich fang ihn auf. Und er hat es echt durchgehalten bis zum Ende. Der hat mir total leid getan. Er war schweißnass, blass. Aber er hat nicht mitgesprochen, er hat nur so. Hinter der Wand bei Villa Dolorosa.
Die hat darüber was gesprochen. Was ist? Nee. Nee, gar nicht. Okay, die hat ein Gespräch. Und ich habe mal ein paar Exemplare mitgebracht. Diese Schuhe zum Beispiel, sie sind nicht so hoch wie andere Schuhe, die ich schon getragen habe, aber anderthalb Stunden musste ich in diesen Schuhen so stehen. Zum Beispiel was war denn das? Das war Leonce und Lena. Diese Schuhe sind jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, aber ich musste damit auf einer Federkernmatratze Kung-Fu machen. Was war das? Cassandra. Diese Schuhe sind jetzt erstmal nichts Besonderes, ja, abgesehen davon... Was? Ach so, Zuschauerraten. Wer weiß es nicht. Villa Dolorosa. Gut, diese Schuhe... Ich habe sie nachgemessen, sie sind 5 oder 16 cm hoch, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich in ihnen größer als Gunnar Titzmann. Was war das für ein Stück? Wer weiß es? Ines, komm. Bei Groschenoper. Yes! Protonen heißen die, sie sind eigentlich flach. Aber ich habe eine Spezialanfertigung bekommen, man sieht es von der Seite. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Markus, ist das Absicht oder warum ist deine Frau immer größer auf der Bühne als alle anderen? Mein Lieber, der Superman. Und das Geheimnis... Tot ist er. Friedrich, treib es nicht so weit. Hier hört der Hohn auf. Sie lacht schon wieder. Ich habe gemerkt, dass ich gerne Bart trage. Man hat ja auch gesagt, dass mir das steht. Okay. Ja, es ist so, dass man unterschiedliche Betonungen hat. Also in der Wortmelodie, wenn man aus der Schweiz kommt, so wie ich. Und da gab es mit Herrn Heinzelmann einen wirklich sehr langen Kampf über den Satz: Das ist mein Haus. Das kann ihn bis heute nicht so aussprechen, wie er möchte. Da steht drauf: Julian, ich will ein Kind von dir. Das ist der Hamlet-Text. Und das Ganze muss in 3 Minuten passieren. Was war das? Siegfried in den Nibelungen als Unsichtbarer. Da waren 4 oder 5 Leute, Gott sei Dank Frauen, die mich da angezogen haben.